Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperator Rom und den, ja, Römern. Wir haben im letzten Mal einen Krieg gegen Karthago geführt und das war aus zweierlei Hinsicht erfolgreich, weil wir damit in unseren Missionen ein Stückchen weiterkommen, aber auch nur ein Stückchen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, das Thema Karthagos Tribut abzuschließen. So. Was allerdings noch wichtig ist, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, dann müssen wir ja auch neutralisiert Karthago machen. Und das bedeutet, dass Karthago in der Region Afrika, Numidien und der Kyrenaika und Mauretanien Sachen haben darf, aber ansonsten nichts. Ja, wenn wir uns das mal angucken, das ist Mauretanien, Numidien, Afrika und der Kyrenaika. Das sind die vier hier. Das Thema gehört allerdings nicht dazu. Kontestanien, wenn wir mal zurückgehen, dann sind das genau die vier Sachen. Allerdings gibt es, und jetzt gehen wir mal in den Diplomatie-Modus, gehen auf Karthago, einen Verbündeten von Karthago. Ja, und das ist halt wichtig. Das heißt, Karthago hat einen Verbündeten, das ist er hier. Den habe ich beim letzten Krieg tatsächlich übersehen. Und dieser Verbündete ist außerhalb. Das ist der Grund, warum wir mit dieser Mission nicht weitermachen können. Also, das nächste Ziel, und das ist wichtig, sind zwei Dinge. Einmal, wir müssen den hier, dieses Land, Ibar 7, müssen wir von Karthago trennen. Und wir haben die Eroberung von den Balearen möglich. Allerdings brechen wir damit die Waffenruhe. Und das werden wir natürlich nicht machen. So, das ist also wichtig, dass wir diese Provinz erobern, sobald die Waffenruhe abgeschlossen ist. Das heißt, wir bringen jetzt, dann lassen wir das jetzt mal weiterlaufen, unsere Truppen hier wieder hin, werden die entsprechend auflösen. Ich glaube auch nicht, dass das ein großer Krieg werden wird, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wir müssen dann wahrscheinlich wieder Karthago besetzen, aber das ist, ja, das werden wir machen. Und dann können wir vielleicht hier auch gleich den nächsten Bereich holen. Aber wichtig ist uns eigentlich nur, dass er hier unabhängig wird. Das reicht uns schon hin und da werden wir dran arbeiten. So, jetzt haben wir unsere beiden Flotten übrigens geteilt. Und jetzt gucke ich mal, wo du hinfährst. Ach Gott, das ist der, das ist auch noch der Typ, der, ja, dann kannst du eigentlich, ja komm, also was soll das hier? Komm direkt hier hinten zurück. Einmal dahin bitte. So, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Okay, also, wir haben noch eine Entscheidung verfügbar. Das hatten wir damals in der letzten Folge schon gesehen. Wir verlieren ein wenig Geld. Wir erhalten Zustimmung, Fibius, Fulvius, Beliebtheit, Omensstärke plus 10 Disziplin. Und ich würde tatsächlich sagen, das machen wir jetzt. Das Geld dafür haben wir definitiv übrig. So, was wir auf jeden Fall auch machen sollten, ist einmal ein Schwein schlachten. Damit uns die Stabilität nicht verloren geht, weil die aggressive Expansion ja dafür sorgt, dass die Stabilität runtergeht. Okay, so. Aber das Wichtigste ist im Moment tatsächlich der Herr Quintus Gurgens und der Herr Russus. Das Problem ist, dass die zweite und die, nee, nur die, Moment, die zweite Flotte nicht. Da haben wir den Lensit, Herrn Lensit. Und jetzt haben wir ihn hier. Und wir sind bei 33 wieder. Ah, okay. Machtbasis im Land scheint sich zu stabilisieren. Und solange wir das jetzt wieder unter Kontrolle haben, dann schicken wir die Flotte direkt hier hin und werden den guten Herrn ablösen, sodass er keinerlei Befehlsgewalt mehr hat in unserem wunderschönen Land. So. Die Bewohner von Karthago Nova halten zu Ehren ihres geschätzten Statthalters Tertius Cornelius Prozon ein Fest. Dieser ist für seine Wohltätigkeit, Toleranz und gesunden Menschenverstand bekannt. Es ist schön, dass unser Kandidat auf diese Weise geschätzt werde. Ja, soll er fortsetzen, ne? Kein Problem.
Jetzt machen wir das auf jeden Fall weiter und schauen uns erstmal die Sachen an, die wir hier bekommen haben. Das ist zum einen diese Provinz. Da läuft die Loyalität mit 004 minus eigentlich ganz gut. Wir schauen mal, was wir hier haben. Ja. Da können wir schauen, dass wir tatsächlich einen Tempel bauen in Aspis oder Neapolis. Gucken wir mal, was wir da haben. Hier hätten wir das sogar möglich. Einen großen Tempel bauen. Ja, komm, dann würde ich sagen, bauen wir das direkt in Aspis. Das bringt uns 005 an Loyalität. Dann sind wir hier bei 001. Dann hat sich das Thema auf jeden Fall auch erledigt. Und dann gucken wir uns den Rest mal an. Dann können wir hier schon mal langsam weitermachen. Dann gucken wir hier nochmal hin. Das gehört zu dem Bereich, der ist bei 01. Oh, Septima. Haben wir das, welches Omen haben wir jetzt ausgerufen? Ja, Chapesh, okay. Der bringt uns auf jeden Fall schon mal was. Aber in Septima haben wir hier noch Probleme. Da könnten wir tatsächlich auch einen großen Tempel bauen. Ja. Was machen wir? So, und dann haben wir das gleiche Problem wahrscheinlich dort in dem Bereich. 014. Boah. Das ist natürlich jetzt heftig, ne? 014 ist krass. Wir könnten die Loyalität durch eine Festungsstufe erhöhen. Das könnten wir machen. Ah, das ist jetzt natürlich, das ist natürlich heftig. Wir können nicht überall, wir können jetzt nicht überall Tempel bauen, nur weil uns dann noch lustig ist. Wir haben hier schon mal einfach spontan überhaupt keine Städte möglich. Dann muss das jetzt sinken und wir gehen hier bitte auf raue Behandlung. Genau. Okay. So, das machen wir erstmal. Dann kümmern wir uns um die nächste Provinz. Fulvius, der nicht die Gunst der Bevölkerung verlieren will, hat beschlossen, die Forderung zu erfüllen. Nach einem Jahr der Vorbereitung ist er nun endlich bereit anzugreifen. Seine Berater können sich jedoch nicht darauf einigen, ob es am besten ist, sie auf dem Land oder dem Seeweg anzugreifen. So, steuern lokal, Piratenflottenunterstützung, ja, nimmt die Überlandroute. Oder unsere Flotte braucht Erfahrung. Flottenmoral oder Armeemoral? Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, tatsächlich egal. Und das ist so ein Thema, das werden wir einfach auswürfeln. Es ist die 6, also nehmen wir den unteren. Und unsere Flotte braucht Erfahrung. Dann nehmen wir jetzt einfach den hier. So. Da mache ich jetzt keine weiteren Kompromisse. So, wie sieht es ansonsten aus? Das sinkt, das steigt. Das ist gut. Wir kümmern uns weiter um unsere Provinzen. Und wir haben hier unheimlich viele Befestigungen. Und ganz ehrlich, die können wir hier alle wegreißen. Die brauchen wir hier alle nicht an der Küste. So viele Befestigungen sind echt unnütz in meinen Augen. Hier eventuell, aber kommt, also das können wir uns echt ersparen. Grundsätzlich schauen wir mal, was das 019. Boah. Dann bitte auch einmal raue Behandlung. Dann sind wir bei 007 immer noch. Dann können wir überlegen, dass wir in der größten Stadt, das ist tatsächlich die hier, bauen wir ebenfalls einen Tempel. Und in den anderen reißen wir jetzt auch mal die ganzen Häfen hier ab. Also wir brauchen jetzt echt nicht über einen Hafen, Schiffe, baugische Migrationsanziehung, das machen wir alles weg. Ja, das brauchen wir alles nicht. Ein Hafen in dieser Stadt reicht uns hin und wir nehmen das jetzt im Prinzip als unsere Hauptstadt. Sollten wir mal schauen, dass wir tatsächlich die Hauptstadt hierhin verlegen. Die verlieren 20 Loyalität.
Ja, das können wir uns momentan nicht erlauben. Aber wir sollten das im Hinterkopf behalten, dass wir die Hauptstadt hierhin verlegen, dass wir das vernünftig machen. Der große Schrein in Libarna, der Fortuna ist ge der Fortuna geweiht ist, wurde von Truppen Taurinien geplündert. Ach, guck einer an. Wir werden dieses Verbrechen nicht vergessen. Wie sieht es denn hier oben aus, Taurinien? Haben wir da jetzt einen Kriegsgrund? Nee, leider nicht. Gut, dann machen wir mal weiter. Unsere Truppen sind angekommen. Das ist gut. Dann können wir eigentlich unsere Armeen jetzt hier auflösen. Zack. So. Perfekt. Übrigens, was ich sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass wir jetzt auch eine sehr nennenswerte Armee in Afrika haben. Nämlich mittlerweile, das sind 20, 30 Pops, das sind knapp 15.000 Mann, die wir jetzt tatsächlich in Afrika alleine ausbilden können. Und das liegt daran, dass wir, wenn wir mal uns die Kultur angucken, nochmal sie denn, dass wir die, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ich sortiere mal nach der Popgröße. Die müsste bei uns mittlerweile dort einen tatsächlich nennenswerten Anteil haben, die punische Kultur tatsächlich integriert haben. Und ja, wie ich finde, mit 8 oder mit 656 echt nennenswerten Anteil mittlerweile spielt. Eins der größten Probleme ist halt wirklich, dass wir diese minus 10% Malus hier haben. Aber grundsätzlich haben wir halt echt Probleme mit den Kulturen. Also da müssen wir dran arbeiten. Das ist mir echt zu wenig. Also wir müssen hier, also 5 bis 6% müssen wir mehr haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall etwas in die Zufriedenheit unserer Kulturen investieren. Ansonsten sehe ich hier auf lange Sicht Probleme auf uns zukommen. Wir wurden darüber informiert, dass Metius Decius letzte Nacht brutal in seinem Haus ermordet wurde. Die zuständigen Ermittler haben berichtet, dass das Verbrechen mit bloßen Händen durchgeführt wurde. Wir wissen, dass Tertius Cornelius Procyon diese Waffe gern mit sich trägt. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das totaler Unsinn, was hier steht. Das ist ja sowas von Quatsch. Wir werden hier niemanden beschuldigt. Also pure Hände trägt ja wohl ein bisschen, werden ja wohl ein paar mehr Leute mit sich tragen. Aber gut. So. Der Volkstribun ist nicht zugewiesen. Da sollten wir nochmal schauen. Was haben wir denn hier? Quintus Claudius Pulcher. Wir schauen mal bei den Familien grundsätzlich, wie es aussieht. 3-3, also wenn grün und blau, könnte noch einen Job vertragen. Wir schauen mal, ob wir da überhaupt was haben. Nee, überhaupt nicht. Ganz unten nur. Der hat 14 Korruption, die sinkt auch. Ja, komm, wir nehmen ihn. Passt, wir nehmen ihn. Weiter geht's. Und unsere Schiffe sind hier mittlerweile auch angekommen. Dann können wir die beiden Flotten zusammenführen. In sich in unterschiedlichen Orten. Haben wir die nicht gerade hier runter beordert? Oder ist er schon wieder illoyal? Nee. Dann ziehen wir dich mal hier runter. So, du bist dort und unterwegs. Perfekt. Fibius Fulvius hat aus Gründen, die er nur selbst kennt, angefangen, Lucius Cornelius Scipio mit Eifersucht und Misstrauen zu sehen. Alleine schon, wenn sie sich im selben Raum aufhalten, führt dies zwangsläufig zu Feindseligkeiten. Ich frage mich tatsächlich, warum. Intelligent, arrogant, draufgängerisch, korrupt. Tja. Wird jetzt hier tatsächlich irgendwie nicht ersichtlich. Oh, okay, gut. Beunruhigend, aber nicht zu ändern, tatsächlich. So, Durchbruch. Das Talent von Aule Physis kennt keine Grenzen. In der Rolle als Forscher gibt er an,
dass er seine Kapazitäten für weitere Innovationen erhöhen konnte. Wir werden sicherlich von dieser Situation profitieren. Er erhält 5 Staatskunst. Wow, wir erhalten eine Innovation. Sehr cool. Das müssen wir unbedingt ausgeben, hatte ich ja gerade schon gesagt, für die Zufriedenheit unserer Bevölkerung. Das ist mir doch relativ wichtig. Jetzt ist die Frage, in welchen Zweig wir dann runtergehen. Wir haben maximal Forschungseffizienz, hatte ich ja schon mal gesagt, das machen wir erstmal nicht. Omensstärke haben wir hier. Zufriedenheit nicht integrierter. Ja. Kräuterkunde, Nahrung, das braucht man nicht. Wie sieht es hier aus? Bauzeit minus 20%, Importrouten Hauptstadt. Ich glaube, das ist tatsächlich hier gewesen. Wir gucken mal in den Nebenzweig. Statthalter Änderungskosten, Tyrannei im Monat, Reputation. Wir können ja mal schauen, ob wir das vielleicht suchen können. Nein. Um Gottes Willen. Ich wollte... Ah, da unten. Ach, wir haben das schon. Zufriedenheit integrierter Kulturgruppen plus 6%. Ja. Haben wir denn noch eine Möglichkeit, die Zufriedenheit zu erhöhen? Ich bin gerade mal am Gucken hier unten. Beziehung verbessern Maximum. Beziehung verbessern Generalumwerben. Aggressive Expansion. Ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Ja. Das würde das Ding auf jeden Fall schneller senken. Könnten wir alternativ auch machen. Statthalterstrategie Änderungskosten. Tatsächlich nur da unten aktuell. Haben wir hier was? Ja. Das geht hier weiter. Nicht integrierte Kultur. Zufriedenheit der Staatsreligion. Dann hätten wir hier Zufriedenheit Staatsreligion. Integrierte Kultur plus 2. Stammesmitglieder, nationale Zufriedenheit. Also wir sollten tatsächlich hier runtergehen, dass unsere Zufriedenheit steigt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Kräuterkunde. Was gibt es hier noch? Herrscherzufriedenheit, Korruption. Ja, wir machen das. Nehmen die Kräuterkunde und gehen dann hier runter in die Richtung. Als nächstes die Getreideration. Bevölkerungswachstum und dann gehen wir hier runter in die Zufriedenheit. In diesem Bereich. Dann sind wir hier unten, Zufriedenheit integrierter Kultur plus 4. Dann hätten wir schon nochmal zusammen plus 6. Maximale Forschungseffizienz ist hier ebenfalls erhöht. Wir bekommen eine ganze Menge mehr Forschungspunkte. Wir bekommen mehr Nahrung. Ich denke, wir machen das. Wir werden als nächstes hier mal diesen Zweig runterforschen. Das bringt uns Nahrung und Zufriedenheit. Ich denke, das ist relativ wichtig. So, wie sieht es mit der Flotte aus? Die haben wir hierhin abgezogen, alles klar. Dann warten wir mal, bis sie da ist. So. Hallo? Ernsthaft? Boah, wie ich das... Herr Gurgens, Sie haben ein Problem. Und bei uns sind aktuell 0% illoyal. Wir könnten ihm ein Gehalt gewähren. Das gibt ihm 20 Loyalität. Wir könnten auch Sanktionen verhängen. Das ist allerdings nicht anzuraten, zumal er auch noch gesund ist. Besitztümer entziehen machen wir nicht. Wir könnten ihm ein Besitztum gewähren und ich würde tatsächlich ihm irgendwo hier in Gallien eins geben. Das fände ich hier oben einfach so wirklich am Asso zum Beispiel.
Asso können wir ihm geben. Wir schauen nochmal rauf, was Asso hat. Da gibt es keine Stadt, das ist Barbarenland auf der Iberischen Halbinsel. Dann machen wir das. Wir geben ihm einfach ein bisschen Land ein, Besitztum gewähren. Und wir geben ihm A bis Z Asso. So, wo ist es? Das kannst du haben, sehr gut. Und dann wirst du als Chef der Flotte direkt abgelöst. Und Camillus Fabius macht das. Ein Neuner mit Streitwagen, berittenen Bogenschützen. Wir nehmen ihn. Am Ende des Tages ist es ja nur wichtig, dass er hier runterkommt. So, bitte dahin. Jetzt aber wirklich. So, große Tempel sind im Bau. Der Herr Gurgens ist bei 40. Dann werden wir den Herrn Russus auch noch hier festtackern. Das ist mir jetzt tatsächlich wichtig, dass wir ihn so ein bisschen unter Kontrolle behalten. Den Herrn Scipio, den setzen wir hier auch nochmal ran. So. Dass wir die auf jeden Fall im Blick behalten, die ganzen Sachen. Okay, alles klar. Unsere Schiffe sind da. Dann werden wir das jetzt zusammenfassen unter ihm. Sehr gut. Und es ist immer noch der Wahnsinn. Der Typ ist ein 14er. Das ist so krass. Wir können ihn jetzt da hochschicken und unsere Flotte auch nach da. Und dann werden wir die Truppe hier hochschicken. So, in Aspis wurde ein Tempel gebaut. Wir gucken mal, wie es jetzt aussieht. 003. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Territoriale Loyalität plus 005. Okay, dann hat es sich anscheinend noch verschlimmert. Es gibt insgesamt 013, was mit den 021,9 multipliziert wird, weil Aspis 21,95 der Bevölkerung der Provinz besitzt und davon 36 von insgesamt 164 Pops. Ja, ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch steigern. Wir müssen jetzt auch die Integration vorantreiben. Das können wir uns ja mal angucken. Wir sind hier momentan, wenn man die Zufriedenheit angucken, die Megalithischen und die Kanaanischen, die sind natürlich absolut unzufrieden. Die Punischen hier, bei denen geht's. Ja, ihr seht es hier, die hier oben sind echt unzufrieden. Man kann es ja auch verstehen, ne? Was heißt unzufrieden? Ja Gott, also doch, 13% ist schon nicht so viel. Was wir halt jetzt machen müssten, ist tatsächlich die Integration steigern und vor allen Dingen, wir sehen es hier, wir haben ja ein Problem mit Adligen. Das heißt, dort gibt es auch nochmal eine Unzufriedenheit. Und wir haben aber auch keine weiteren Gebäude möglich. Bibliothek ist hier auch schon wichtig. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir hier noch einen Gebäudeplatz bauen und dann die Möglichkeit bieten, wo war es denn? Ich glaube, ein athenisches Theater bringt auch nochmal Zufriedenheit im Territorium. Assimilierungsgeschwindigkeit ist erhöht. Wir überlegen uns mal, ob wir ein Theater bauen oder eine Akademie. Auf jeden Fall können wir dem Bereich hier einmal Zugeständnisse machen. Ja. Und wenn das durch ist, dann bauen wir hier ein athenisches Theater oder eine Akademie. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ich bin mir da tatsächlich noch nicht sicher. So, die Popularen hatten es schon oft auf die reichen Elemente unserer Gesellschaft abgesehen, um den Wohlstand der Oberschicht für die Massen zu beanspruchen. Ihr jüngster Fokus liegt dabei auf dem Oberhaupt der Claudi-Familie, Apus Claudius Russus. Der Senat ist voll von Gerüchten und Korruptionsvorwürfen und die Popularen fordern nun, dass Appius etwas Land an den rechtmäßigen Besitzer zurückgibt. Die Republik. So. Das finde ich jetzt schwierig, denn er ist bei 38. Und das werden wir auf keinen Fall machen. Dann verlieren wir zwar ein bisschen bei den Popularen, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Denn das können wir uns auf keinen Fall erlauben. Wie sieht es hier aus? 45%. Kontrolle 76. Die Boni hat massiv verloren. Ja, okay. Die Popularen sind schon extrem mächtig im Moment. Das ist nicht sehr gut. Okay, ihr Lieben, morgen geht's weiter. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und natürlich auch ein Like. Macht's gut und bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.